Halloa Leute und herzlich willkommen zu den Halloween-Wochen neuer Part. Ihr seht mit Super Castlevania 4, eigentlich super nettes Spiel, aber es kam in der Castlevania Collection tatsächlich auf sämtlichen Konsolen und ich glaube PC und so auch raus. Jetzt nochmal, und ich kenne das Spiel gar nicht, also gehen wir mal rein. Castlevania hatte ich auch schon mal bei den Halloween-Wochen beleuchtet. Aber Castlevania Bloodlines vom Mega Drive, was hier übrigens in der Collection auch mit tatsächlich drin ist. Aber dieses Castlevania kenne ich noch gar nicht. Ich mag die 2D-Castlevanias, auch wenn es damals so zum Teil bockschwere Spiele waren. Aber es ist halt, ich hatte damals kein Super Nintendo, deswegen sind diese Spiele so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Was halt Nintendo und Super Nintendo angeht. Also ich habe zwar den Brotkasten gehabt, aber Castlevania habe ich mir irgendwie nie zugelegt. Und den Super Nintendo hatte ich selber gar nicht. Na, Dracula mal wieder frei. Ich meine, ich kenne die in Anführungszeichen Story von den Castlevania-Spielen. Also ich habe ein oder zwei Spiele auf dem Gameboy damals tatsächlich gespielt. Alle 100 Jahre die Kraft von... Ja. Ich lass durchlaufen. Ey, komm, ey, on the fly Übersetzung, das wird doch wieder nix. Hol dich ein Englisch-Wörterbuch oder google das. Keine Ahnung. Alle 100 Jahre wird die Stärke von Dracula halt wieder besser und stärker und ja, der kann raus aus seinem Schlafgemach namens Sarg. Mhm. Aber da sind halt immer noch die Familienmitglieder der Bellman Family, die da sagen, ach komm, nee, komm, geh mal wieder schlafen und nee. Jetzt ist 100 Jahre her, seitdem das letzte Mal die Kasperei da war und Dracula, aber irgendwie rafft das ja nicht und ja, die Bellmans müssen wir wieder ran. Das ist jetzt von mir Spinnerei, weil ich einfach die Story halt insofern kenne und die ist halt auch irgendwo über dieselbe. Also, ich finde übrigens den mehrstufigen Nebeleffekt da in dem Bild sehr, sehr, sehr geil für so ein altes Spiel. Ich meine, das Spiel ist auch von, muss ich jetzt schütteln, 92 oder sowas. Also halt mal 28 Jahre alt, ne? Vielleicht ist von 93, das ist bloß 27 Jahre alt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir müssen den Frieden in Transsilvanien wiederherstellen. Mit unserer Peitsche und unserer Courage, unserem Mut. Oh Gott. Also halt bei mir mit dem Englischen immer so den Sinn zu verinnerlichen, was in so einem Text steht, habe ich überhaupt keine Probleme. Also richtig on-the-fly-Übersetzung, das kriege ich nicht auf die Kette. Das mache ich jetzt übrigens gerade gar nicht. Ist das die Demo oder was? Ja, das war die Demo. Wir gehen mal kurz in die Optionen. Jump of B ist doof. Jump of A ist gut. Whip möchte ich bitte auf X. Item hätte ich gerne auf Y. Und dürfte das schon funzen. Gut. Starten wir mal. Das Jaulen finde ich nicht schlecht. Was? Nein. Jetzt habe ich raus, wie es geht. Ach, das ist kein Tastaturalphabet, das ein normales. So. Der Alaric.
Die Optionen sind nicht so eingestellt, wie ich mir das gedacht habe. Ich bin verwirrt. Da. Kann ich da noch irgendwas dran ändern? Wenn nicht, dann muss ich halt einfach so spielen. Ist egal. So, ich bleib in dem Modus drin. Ist mir egal. So. Das ist Springen. Das ist Peitschen. Sieht eigentlich noch ganz okay aus. Ich finde Bloodlines tatsächlich ein bisschen hübscher. Ah, da ist Items. Okay. Gut, hab die Steuerung drin. Aber sie ist nicht so, wie ich sie mir eingestellt hatte. Oh oh, schnell rein. Also für Super Nintendo klasse Effekte, finde ich. Ich würde da hoch. Halt, nee, Quatsch. Warte mal. Ja, können wir ja mal kaputt machen, ist egal. Ich wollte die Kerze natürlich da unten haben. Hallo. Potzebeier. Geht doch. Hat sich voll gelohnt. Ich wusste gleich, dass die Kerzen wiederkommen. Falsche Richtung. Und ihr merkt, man kann ja auch in den Hintergrund rein irgendwie. Ah, einfach nach oben drücken. Und die Gegner kommen wieder. Na super. Das hat's gebracht. Das hat's jetzt unbedingt gebracht. Und wir haben Zeitlimit. Oh Gott, ey, das ist so diese. Man merkt, dass das halt irgendwie so eine Arcade-Geschichte damals war. Dass sie immer irgendwie so ein bisschen sich immer noch an Automaten orientiert haben. Was natürlich total bescheuert ist. Hallo. Ach, die ist im Vordergrund, die Kerze. Okay. Dann kann ich die nicht kaputt machen. Na, wir müssen ja eh weiter, also insofern. Immer verwirrend, wenn da so ein Gegner ist, muss ich schon sagen. Ach, nach oben schlagen geht auch. Warum spiele ich eigentlich über. Warum mache ich mir eigentlich den Schmerz und spiele hier über einen Analogstick? Ach, Mistviech. Das ist doch. Ach so. Die sind hier. Die sind doch hier. Nein! Blöde Fledermaus. Flieg weg. Okay. Einfach durchlaufen. Kriechen kann ich auch. Jetzt fangen die an, autonom zu werden. Also sowas. Steineschmeißer. Mhm. Na, das ist ja mal zumindest nicht uninteressant. Steine kaputt hauen. Ich glaube, ich sterbe eher. Ich glaube, ich lasse das da einfach mal. Gehen wir halt hier oben weiter. Na, warte, die spack ich mir. Bastard, blöder. Danke. Das war's.
Keine Ahnung, wozu das gut ist. Ihr merkt, ich bin da nicht so sonderlich fit. Aber schon mal gut finde, ist tatsächlich, dass die Peitsche hier in 8 verschiedene Richtungen geht. Musik finde ich eigentlich auch ganz nice. Was hat das für eine Bedeutung? Da kann ich schwingen. Aber wozu soll dies? Damit ich da sterbe. Macht Sinn, ne? Alter! Die Standardpeitsche ist echt ein Witz. Jetzt haben wir eine Verbesserung zumindest, eine kleine. Ah, das geht. Nö, sehe ich gar nicht ein. So. Werd mutig, ne? So. Warum sammle ich Herzen ein? Und Scheimhonig! Da passiert aber nichts. Ich sammle doch gerade Herzen ein. Wieso? Wie gesagt, es sieht ja echt lustig aus, aber ich verstehe nicht, wozu es da ist. Und die Herzen finde ich irgendwie so ein bisschen sinnfrei. Ich kriege keine Lebensenergie wieder. Was soll der Käse? Nein, auf das Spiel lasse ich mich nie nochmal ein. Und deine Finger ist da weg. Du Blödbacke. Ach, so ein Penner. Muss gestehen, nö. Will nie mehr. Reicht mir hier für Castlevania. So ein Arschlochspiel. So was. Ah, der Bumerang ist nicht schlecht. Aber ich habe trotzdem keine Lust mehr. Nein! Scheiß Bier mit Knochen. Nee, das war's für heute. Wir haben echt nicht viel vom Spiel gesehen, aber irgendwie kickt mich nicht so wie andere Castlevania-Teile. Muss ich gestehen. Bloodlines auf dem Mega Drive hat mir wesentlich besser gefallen. Aber das war's dann heute mit den Halloween-Wochen. Morgen gibt's einen neuen Teil. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Haut rein. Tschüss.